Freunde der Spielkultur, zweite Aufnahme von derselben Mission. Ich glaube, ich werde die erste Aufnahme nicht veröffentlichen, weil der Versuch fehlgeschlagen hat, Dunkirk einfach zu Englisch einzunehmen. Weshalb ich jetzt ein bisschen anders vorgehen werde, weil es alles zeitlich gerade explodiert, esse ich auch eine Pizza zwischendurch, weil man es früher im Bunker so gemacht hat. Und werde dabei weiter grübeln, wie ich denn die Alliierten hier rausknall. Ja, alle alliierten Schiffe versenken. Das ist übrigens ganz toll, weil ich ja gar nichts habe, um die zu versenken. Außer du hast Luftwaffe. Und ich glaube, das ist sehr elementar in der Mission. Ich werde auch nachher meine Armee ein bisschen umstellen. Weil ich habe diesen wundervollen Auflösungsbutton mal gefunden, wodurch wir ein bisschen was zurückkriegen. So, ihr habt eine Medaille, euch werde ich auf jeden Fall behalten. Ihr seid auf Stufe 1, euch behalte ich auch. Euch werde ich aber auflösen. Die Grenadiere behalte ich. Das ist auch eine Survivor-Medaille. Krass. Da hat der wirklich einen Ground Defense von 18. Nehmen wir die Ausführung D und grain den ab. Dann behält er nämlich auch seine Medaille. Dich disband ich. Bei dir machen wir dasselbe. Man hat ja wenigstens seine. Also die sind wenigstens dann gut gegen die Infanterie. Artillerie ist die 15 cm zurzeit. Die können wir upgraden auf die 21 cm MRS 18. Die kostet zwar reichlich an Armeegröße. Aber ist sehr gut gegen harte Tech, also harte Ziele. Wie sieht es bei den Recons aus? Panzerspähfahrzeug SD Kfz 232. Ihr bleibt so drin. Und du bekommst auch noch einen Held rein. Toll, als Panzerjäger haben wir nur die Pack eigentlich. Thank you.
Beziehungsweise als Alternative. Gegen Soft und gegen Navy. Hallo Nordwicht. So, die kleinen 7,5 cm FKs, die behalten wir. Größer geht nicht. Das ist die stärkste Anti-Air-Flak, die es gibt zurzeit, die ich aufs Feld schicken kann. Reicht das noch für eine U? Gut. Oder wir holen noch ein paar Brückenpioniere rein. Weil die als Brücke fungieren, wenn ich die auf den Fluss drauf ziehe. Das wusste ich halt vorher auch nicht. Das ist aber schon sehr praktisch. Mit dem neuen wissen wir, das ist ein Klacks im Feldzug. Ja, ja. Natürlich. Kein Problem. Ich überlege nur gerade, ob ich meine Infanterie jetzt noch mit Fahrzeugen bestücke, um die ein bisschen schneller zu bewegen. Aber ich glaube, das wird mir nicht so viel bringen. Noch zwei Brückenpioniere, weil wir haben relativ wenig Infanterie. Jetzt werden Anti-Tank mal hier zwischen. Auf jede Seite eine große und eine kleine Arti. Die Anti-Airs. Und das sind die Fallschirmjäger. Die starten ja eh in der Luft. Und bei Antwerpen werde ich nur einen zur Verteidigung drin lassen. Soll er sich verschanzen hier oben. Wir versuchen diesmal wirklich strange hier über die Flüsse zu kommen. Weil das ist mein Ziel. Alles andere ist Bonus. Und ihr werdet euch auch hier nur verschanzen. Rüber nach Calais.
aufs Airfield. Die 13. Panzerdivision geht auch ein Stück zurück, kann sich ja auch ein bisschen eingraben. Und der Recon wird hier unten... Moment, das machen wir... Genau, wir machen das ganz anders. Ich werde die aufgeben hier. Obwohl, theoretisch, du könntest... Nee, mit zwei... Ich habe nur zwei einzige Air Transport im Pool. Einheiten rüberschicken, von hinten irgendwie da ranlaufen, das werde ich nicht schaffen. Das habe ich noch in dem ersten Versuch gemeint, das wäre ein ganz guter Try. Aber versuchen wir mal unser Bestes. Oder unser Schlechtestes. So, die Infanterie kann da drin bleiben. Und der Rico und der Panzer fahren dann außenrum von hier unten in Lille rein. Gehst dahin, machst erstmal Recon und meine Pizza ist fertig. Ein Traum, oder? Alles total in time. So. Pizza am Start. Mache ich normalerweise nicht, wenn ich was aufnehme für YouTube. Tut mir sehr leid, aber heute ist alles zeitlich ein bisschen eng. Ja, der Jäger wird auf jeden Fall geschützt von der Anti-Air. Der Recon kann da rein. Sehr schön. Was für eine Reichweite die Anti-Air hat. Brückenpioniere gehen schon mal an den Fluss. Ah, gut. Und der ist geschützt durch die Anti-Air. Wobei, die kann ich sogar einen Schritt bewegen. Darum die andere... Mein Gott, die hat echt eine geile Reichweite. Hund, mich nicht anniesen, danke. So, die werden zwar von hinten nachher auch angreifen, die Fallschirmspringer, aber die warten jetzt erstmal auf den Panzer. Und dass, sag ich mal, die Front hier ein bisschen mehr schon über den Fluss gekommen ist. Na, vielleicht lenken die auch einfach nur den Feind ab.
machen. Das hat nicht gereicht. Ärgerlich. Vor allem in die Ground Defense 8, ne? Und dann kommen meine Panzerfahrzeuge 4 Ausführung D an, ne? Die einen Soft Attack von 20 haben auf Infanterie. Die kriegen das nicht gebacken, die da wegzunudeln. So, ihr bleibt dafür immer stehen. Oder? Aha. Ach, ich bewege euch auch langsam nach vorne, aber die sollen nur aufpassen, dass da oben rechts nichts zerstört wird. Und euch ziehe ich wieder ein Stück zurück, weil er muss er sich nämlich bewegen, um mich anzugreifen. Da hat man die Stadt mal kurz eingenommen und sind wieder weg. General stirbt am Pizzakonsum. Das läuft gut. Beide Sache. Es reicht. Weil ich auf jeden Fall noch einkaufen muss. Weil ich beim ersten Durchgang gemerkt habe, ich brauche DU-87B noch. Als Tankknacker. Haut da hier mein Handy runter. Wir müssen schon drüber, damit ich die Soft Arty ein bisschen vorziehe.
Und du brauchst nicht meckern, du kriegst nichts. Erschrecken, ich kann die gerade nicht einsetzen vernünftig. Wie die meine Anti eher einfach direkt angreifen. Wie sollen die denn jetzt eigentlich als Brücke gelten? Ach so, so kann ich dann eine Einheit da drüber schicken, weil die als Brücke gelten, ja. Ach, wundervoll. Können wir den hochschicken, dass der das Recon fungiert. Und können hoffentlich die Anti-Air recht schnell ausschalten. Können wir den hier als Tankknacker benutzen? Weiter sah aus.
Sehr schön. Plus 1 auf AirTag. So, und die Softbomber können jetzt schön schon mal anfangen, die in der Stadt unter Feuer zu nehmen. Die 2 replace ich. Das ist jetzt nicht so kostspielig. Das war die Runde erstmal. Läuft schon viel besser als letzte Mal. Okay, auch wenn wir jetzt ein bisschen Verluste einfahren. Der Hund sabbert mir den Tisch hier von der Seite voll. Na komm, die waren schon unterm Flakfeuer. Weg ist er. Hund, ob du doof bist. Ich dachte, ich frag mal.
Das ist alles Kacke. Ihr bleibt da stehen. Du fährst nur einen hoch. Ich ziehe mal bis an die Stadt ran. Und das war's erstmal. Toller Panzerjäger, ne? Ich glaube nicht mal zwei Panzer zu töten. So, und ich kann jetzt nach Lille schon mal rüberziehen. Und ich positioniere auch schon mal um.
Ein zu nah dran. Kommt er dahin? Das war's mit den Brückenpionieren. Ah ne, sie haben überlebt. Nochmal Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe ausreichend zivilisiert gegessen. So, knack ihn. Und nochmal. Ja! Das ist richtig, wir spielen heute um 0 Uhr Wolken, die Release-Version. Aber ab 12. darf ich Material sehen, habe ich gefragt. Wirklich? Ab 12. genau? Und dann wurde gesagt, ja, ab 12. darfst du die Release-Version zeigen, ohne den Day-One-Patch. Den gibst du mich erst wirklich am Day-One. Da habe ich gesagt, okay. Keine weiteren Fragen. Was für mich bedeutet, ja, dann spielt man es auch am 1. beziehungsweise am 12. direkt. Es wird Wolzen ausgesprochen. Hallo Libby. Der Reek muss einen rüber. Obwohl, so geil war es jetzt auch nicht.
Oh. Er ist einfach so süchtig nach Pizza. Die Leute denken, ich bin total böse mit dem Hund. Dabei sind klare Ansagen wichtig bei Tieren. Also ist jedenfalls das, was mir mal gesagt wurde. Aber heute bist du ja sofort der Böse, wenn du mal was Ernstes zu deinem Tier sagst. Weil Menschen sind ja Sklaven der Tiere geworden. Ich schmeiß ihn jedenfalls nicht durch die Wohnung. Obwohl meine Oma mir damals erzählt hat, die hatte einen frechen Kater und der ist immer auf die Flächen gegangen, obwohl die immer gesagt haben, nein, nein, und haben den runtergemacht. Und dann hat der, war die nachts mal am Kühlschrank und dann hat der Kater auf der Fläche in der Küche gehockt und meine Oma hat das halt gehasst. Er hat ihm erzählt, dann hat die dem einen Punch gegeben, als sie den gesehen hat, nachts. Und dann war er nie wieder auf der Abstellfläche. Da hat sie ihn wirklich von der Küchentheke runtergeschlagen. Runtergepuncht. Aber es hatte anscheinend Erfolg. Es waren andere Zeiten. Lernen durch Schmerz. Sehr gut, dann bist du wenigstens von dem Flussfeld runter. So, das war's auch mit der Tankeinheit. Ihr bombardiert mal die Infanterie am Fluss. Katzen sind auch vom Grund auf böse, die lernen sehr schwer. Ja. Also, vielleicht. Er wird sich zurückziehen. Na toll, jetzt muss ich den mit dem angreifen, damit wir nicht eingekreist sind. Jetzt zieht euch um einen zurück. Ihr habt richtig gute Chancen, ihr auf offenem Feld zu schlagen, ohne irgendwelche Unterstützung. Naja.
Ich glaube, so eine harte Linie fahre ich auch nicht mit dem Hund, dass der wirklich abseits ist. Also beziehungsweise, dass der nur isst, was ich ihm zum Beispiel gebe und sonst irgendwas, obwohl es besser wäre. Aber ich bin dafür zu weich. Bin dafür echt zu weich. Nee. Den Angriff nehme ich zurück. Ihr bleibt da stehen. Ja, dich kann ich nicht aufs Wasserfeld ziehen. Dann kriegst du nämlich mehr Schaden nächste Runde. Und sonst bleibt ihr auch alle nur noch stehen. Ist ja gar nicht mein Panzer 4 da. Aus Versehen bewegt. So. Panzer 4, überroll sie. Nochmal anders. Du giltst doch als Recon. So, dich werden wir erstmal auffüllen. Ja, da ist klar, ihr seid nur Brückenpioniere. Schaffst du es bis noch da oben? Ach, genau um ein Feld zu kurz. Wo ist mein BF 109 hier? Schieß die mal wieder raus. Guten Tag, Leon. Okay, buddeln wir sie schon mal ein bisschen aus.
Das Problem bei Hunden ist, je kleiner die sind, desto schwerer ist es, streng zu sein. Bei mir zumindest. Außer es ist so ein Chihuahua. Die kann man nicht ernst nehmen. Mal so, sag ich dazu. Ich nehme Balthasar schon ernst. Er ist ja auch ziemlich Hund geblieben. Also meines Erachtens. Gerade nicht der optimale Angreifer. So, du gehst rüber, dass du als Recon fungieren kannst. Da müsste man ein bisschen effizienter sein beim Angriff. Moment, bleib da stehen. Haben wir nicht noch einen Bomber? Ja. Na komm, wer jetzt Surrender. Ja. Sehr schön. Aufgegeben. Die Arti stelle ich bestimmt nicht auf die Brücke. Das musst du ja nicht machen. Geht man noch einen links rüber, dann kann wenigstens die Arti einen Schritt nach vorne. Und das sollte es erstmal wieder gewesen sein für die Runde. Du könntest theoretisch angreifen, ist aber ein bisschen schwach auf der Brust. Dann lassen wir ihn lieber angreifen. Die grüne Zone bedeutet, dass die eingekreist sind an der Stelle, die Alliierten, und keine Versorgung bekommen. Dafür steht auch dieses Encircled. Eingekreist. So, der ist schon mal erledigt. Stadt können wir wieder einnehmen. Damit sind sie erledigt. Du ziehst dich mal zurück. Ich kann gerade keine Einheiten auffüllen. Zu teuer.
Da komme ich nicht mehr oben dran. Ah, sehr schön. Ihr habt wenigstens geschafft, einen Panzer auszuschalten. Ist ja normalerweise nicht eure Arbeit. Dann kommt die Anti-Air runter und wird mein U ein wenig triggern. Da habe ich jetzt keine Lust. Stationieren die lieber nach Norden um. Dann kann die den Tank hier ausschalten für die Infanterie. Na gut, ich fülle ihn doch ein bisschen auf. Na toll. Ah ne, ich kann mit ihm da reingehen, mit dem Recon. Spielst du heute noch irgendwas anderes? Ja, werde ich. Aber später. Das war übrigens mein Fehler, weil ich unbedingt die Stadt einnehmen wollte in der Runde. Wenn sich nichts verändert hat, darfst du deine Uniform vom Wehrdienst gar nicht mitnehmen später. Die wird weiter vererbt in der Bundeswehr. So, dann zeig mal, was du kannst. Ja, hat sich schon gelohnt, den hier runterzuholen. Also bei mir war so, dass wenn du gehst, Leute zu dir kommen und sagen, deine Schuhe waren noch erst einmal getragen,
Kann ich die haben? Aber heute ist das bestimmt alles besser. Heute können die in der Kita, glaube ich, die Bundeswehrkleidung nähen. Dann tun auch die Kinder ihren Dienst an der Gesellschaft. Jeder weiß doch, dass Proof nach 2 Tagen zum Stabsoffizier ernannt wurde und seine Uniform bestand zu 65% aus Diamanten. Das finde ich übrigens sehr gut. Sie haben mein Potenzial sofort erkannt. Und die von den Kameraden lässt man auch mitgehen und verscherbelt die auf eBay. Ich glaube, das kann man bringen, ohne dass die Ante-Air uns sofort auseinander nimmt. Gibt es eigentlich irgendetwas, was einen Close-Defense-Wert hat? Alles, was ich mir ansehe, steht immer 0. Moment, den können wir doch einnehmen. Dann werden wir zwar von dem Schiff nächste Runde beballert. Du gehst dahin. Du gehst darüber. Mehr Luftwaffe. Genau. Panzer 4 überrennt sie erstmal.
So. Brückenoffiziere da erstmal drauf. Heart Attack, weil dann können wir nämlich, werden wir nicht angegriffen von ihm da oben. Und dann holen wir uns erstmal die französische Stadt hier. Und hier holen wir unsere Sachen auch wieder, weil die haben alle Truppen abgezogen, um sich zu verteidigen. Moment mal. Wo habe ich den denn bewegt? Das ist auch egal. Da gammelt der da erstmal rum. Können wir wieder umpositionieren, weil überall Scheiße ist. Ja, du kannst Einheiten nachbauen und setzen, aber du hast nur einen Core-Slot, also beziehungsweise es ist begrenzt, wie viele du aufs Schlachtfeld ziehen kannst. Und die kosten halt unterschiedlich viel. So, das feuert dann nicht mehr zurück. Und runter von der Brücke wieder. Ja, versuch mich zu kriegen. Wenn es den schweren Gustav gibt, dann bestimmt nicht hier im Moment, weil ich glaube, der schwere Gustav war erst zum Kriegsende verfügbar, entwickelt. Die riesen Schienenkanone, wo 500 Mann die irgendwie beladen müssen. Irgendwie sowas. Anti-Air rüber. Ich glaube, das war's für die Runde.
Oder war Mitte des Krieges? Oh, frische Luftwaffe. Ne, wenn er da steht, wird er getötet. Die Anti erst einen runter. Dann können wir die Stadt nochmal bombardieren, weil die nicht mehr in Reichweite ist. Und ich hoffe... Reicht nicht. Um sie rauszulocken. Selbes Szenario nochmal, aber diesmal mit dem Recon einmal vor. Keinen Vorteil gehabt. Ja, ich probiere gerade ein bisschen viel aus. Die alte Gustav konnte 47 Kilometer weit schießen. Da wusste man nicht, wo der Feind gerade herkommt. So, nächstes Stück eingenommen. Ach, das bisschen Fire Support. Der Hund hat jetzt mal geschnuppert am Teller, also beziehungsweise so unterm Tisch. Aber er ist nicht dran gegangen. Ob das ein Erziehungserfolg jetzt war?
Ach komm, drauf geschissen. Ihr macht das schon. In Deutschland haben wir noch nie Propaganda gebraucht. Wir sind einfach mitgelaufen. Nach Helgoland, weil es so schön war, dort angeln zu gehen. Dann schieß auf den Anti-Tank. Noch irgendwas von mir, was feuern kann, außer der doofe Recon? AA River. Hihihihi. Das ist echt mal krasses Support-Fire. Okay, eigentlich die restlichen Runden, wenn ich was erobert habe, habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Weil du kriegst ja eine gewisse Prestige-Zahl pro Runde. Und wenn ich das... Die Schlacht gewinne, habe ich ja nur ein paar Runden noch frei. Ob ich die Prestige der verbleibenden Runden gut geschrieben bekomme? Ich denke mal schon. Ich glaube, das würde Sinn machen. So, das war's mit eurer Anti-Air. Tut mir leid, Rowdy. Ich würde mal sagen, du tippst gerade nur. Ich denke nämlich ja. Ansonsten müsste das Spiel nämlich austricksen jedes Mal und müsste es permanent einfach kurz bevor du das Ziel einnimmst, einfach warten. Die restlichen Runden. Und das wäre totaler Unsinn.
von da kommen die ganze Zeit, ne? Kriegen von England Luftunterstützung. Achso, ich glaube, du meinst eher, heute wird er mit der Gustav besser treffen als damals. Das war gar nicht auf meine Frage bezogen. So, ihr bleibt hier hinten stehen. Beziehungsweise ab nach da hinten mit euch. Keine Lust, dich noch zu verlieren. Können das natürlich auch so spielen, ohne jeglichen grafischen Einfluss. Muss ich replacen, sonst ist die Armee weg. Du bist nicht so wichtig, du standest schon auf dem Schlachtfeld, als wir gekommen sind. Deshalb blockst du jetzt einfach den Feind weg. Kann nicht mal langsam einfach schlecht Wetter sein. So, jetzt kriegt ihr Luftunterstützung, beziehungsweise Anti-Air-Unterstützung. Da komme ich nicht rein. Heute würde ein Computer unter Berücksichtigung von Wetterdaten, Erdrotation und so weiter das Rohr perfekt ausrichten und kein Apfel mit Stift und Papier die perfekte Apoapsis ausrechnen und den Rest schätzen. Aber auch Computer machen Fehler. Thank you.
Balthasar, sobald ich die dreckigen Alliierten rausgeschickt habe aus der Umgebung hier, werden wir uns etwas anderem widmen. Nämlich deinem Wohlbefinden rauszugehen. Jetzt, wo ich die Uniform schon anhabe, werde ich die natürlich auch beim Spaziergang tragen. Dann wird man endlich mal wieder gegrüßt, wenn man spaziert. Bis auf die, die schreien, weglaufen und sagen, die Deutschen sind wieder da. Das ist immer ein bisschen irritierend. Machen Kids das heute überhaupt noch? Rennen die eigentlich Militärparker noch rum? Weil als ich so 17, 18, 19 war, da bin ich mit Militärparker im Winter raus. Weil war schön warm. Man hatte genug Taschen. Heute geht mein Leggings raus und in Gammelhose mit der Galaxie drauf gedruckt, mit den ungesundesten Farben, die man finden konnte. Nein, da nicht. Wenn, dann greifst du den von hier an. Sonst kriegt er nämlich noch hier ja Beschuss von dem mit. Dann schalten wir euren letzten Tank mal aus. Dann habt ihr nur noch die Truppen in der Mitte stehen. Och, ich bin so nah dran. Geht weg, ich brauche Fallschirmjäger hier vorne, wenn. Ach, wundervoll. Verzieht euch, Alliierte!
Dum, 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 dum. Sehr schön. Und das nächste ist Deutschland, Startoperation Fall Rot. Um die Franzosen komplett aus dem Krieg zu kicken. Blitzkrieg, um direkt nach Paris zu kommen. Wir wissen ja, welchen Weg wir gehen werden. Ich werde nicht über Dijon gehen. Wir werden direkt nach Paris einfahren.